Hallöchen und willkommen zurück zu Evoland 2. Wir haben letzte Folge den heftigsten Plan der aller Zeiten geschmiedet. Wir holen uns die Flugmaschine zurück, die auf der Pyramide gelandet ist. Ja, genau dort. Dazu müssten wir aber... Oh, scheiße, dazu müssten wir aber erstmal hier irgendwie wieder hinkommen. Oh crap. Ich habe den falschen Megalithen genommen. Oh, leck mich doch. Oh, leck mich doch. Ich glaube, wir müssen über die Pirateninsel hin. Fuck. Denn so kommen wir nicht auf die Hauptinsel rüber. Denn das ist in der Zukunft alles abgeschottet. Also abgeschottet. Damn. Ach, ist das alles kompliziert. So. Dann einmal Hirse-Dase. Dann über die Mayenne-Brücke. Mach den bitte hier auch kaputt, danke. Und dann können wir jetzt hier wieder rüber. Ja. Immerhin können wir so tuckern. Ah. Ich habe deinen Brief noch nicht abgegeben, sorry. Kommt noch. Keine Angst. Machen wir. Irgendwann. So, dann reisen wir hier einmal doppelt in die Zukunft, bitte. Kann man das hier irgendwie überspringen? Nein. Ah, hier sieht man auch hier... Die Mana-Sachen. Kommt, noch einmal. Also unten rechts in dem Hauptmenü gerade zum Beispiel. Da sah man, dass alle noch auf Stufe 1 sind. So. Dann können wir jetzt wieder zurück. Ja, ich möchte Segel setzen. Ah, so. Dann einmal die Flugmaschine ab. Oh, dafür müssten wir aber auch irgendwie durch die Tür. Aber die ist scheinbar offen jetzt. Nope, sie ist zu. Ja, sie geht auf. Ach, und wir kommen direkt oben rein. Ast rein. Eine ziemlich faszinierende Maschine. Da muss man sich fragen, wer ein solches Ding gebaut haben könnte. Glaubt ihr, wir brauchen sie später noch, Celis? Ja, das glaube ich auch. Natürlich brauchen wir die, wir wissen das doch. Gefunden, Prototyp X01. So. Manchmal frage ich mich, wo ihr diesen ganzen Kram aufbewahrt. Ja. Das ist in den Spielen manchmal echt seltsam. Aber wir haben einfach magische Taschen. Das passt schon. Das ist kein Problem. Halt, wir gehen erstmal hier zu Bibi. Und dann kannst du mal unsere Dudes aufwerten, ne? Oh, Zuckerschnittchen. Oh nein, Trank, du hast leider nichts mehr für den Trank. Und sonst so? Ja. Was, alle eure Freunde sind schon wach? Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Warum sollte man sonst noch Mana finden? Und warum ist hier dann unten rechts, da gar nicht in der Mitte, diese Rot, Grün und Blau nur einfach gefüllt und nicht doppelt? Oh, und das in der Mitte ist wohl... Ah... Das in der Mitte ist der Schlüssel, den wir zusammenbasteln. Das oben in der Mitte sind... Da ist die Flugmaschine auf jeden Fall noch im... In der Mache. Dafür müssen wir... Einen Moment. Hier können wir nicht mehr runter. Oh. Dafür müssen wir in die... Wow. Das wirkt hier gerade echt schnell, wie wir laufen.
Voll seltsam. Wieder in die Vergangenheit. Oh. Das ewige Geswitsche nervt schon ein bisschen, oder? Ist das hier die richtige Vergangenheit für Sid? Ja, doch. So, hier ist noch nichts gesprengt. Dann holen wir uns auch mal die Flugmaschine ab. Oder sagen wir mal, was heißt Flugmaschine abholen? Wie? Scheiße, wir sind eins zu weit in der Vergangenheit. Oh! Oh, jeez, weil ich mir auch nichts merken kann. Na gut, dann lass uns aber hier mal einmal kurz nach Genua schauen. Ganz kurz, Moment. Kann man hier... Oh. Gibt es hier außen denn irgendwas? Oh. Also auf der Seite schon mal nicht. Und dann höchstwahrscheinlich auf der Seite auch nicht. Na, wobei... Wobei... Kann man hier... Oh, da gibt's doch was! Ein versteckter Stern. Gut, dass wir da auf der Seite auch mal lang gelatscht sind. Oh, waren wir noch nie hier drin? Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Alter, wieso brauchst du auch der denn so viel? Wieso haben wir nur 27 live? Alter, die sind aber heftig. Wir sind hier eindeutig zu früh dran, ha? Wobei die jetzt... Oh, fuck. Wobei die auch nicht sonderlich viel Erfahrungspunkte geben. Aber dafür machen die umso mehr Damage. Oh, bitte spring mich nicht an. Lohnt sich das hier? Ja, das lohnt sich. Das lohnt sich bestimmt. Nice. Haha. Spreng ich damit die... Nope. Die Dudes oben habe ich nicht weggesprengt. Wie viel hält der aus? Einiges, ja. Alter, triff den doch mal. Klein bisschen nervig ist es. Oh, wir haben den nicht mal getroffen. Wo kommen wir jetzt da hin? Alter. Oh, Kacke. Wir sollen hier definitiv noch nicht sein. Oh, kann man da überhaupt rüber? Ich will es gar nicht ausprobieren. Herz! Das wird uns auch nicht retten, denn wir sind One-Hit. Nice! Oh, das war eine fiese Falle.
Na, komm zurück, Fledermaus. Wir sollten hier definitiv überhaupt noch nicht sein. Was springt jetzt an? Nee. Oh! Jeez. Na, das Geld ist mir jetzt egal. Oh, Kacke. Da sollte ich vielleicht mit Salia erstmal hier aufladen. Das hat genau dich getroffen! What the fuck? Okay, wir müssen ein bisschen mehr committen und da weiter ranlatschen. Nice. Gott sei Dank. So, die zwei räume ich jetzt auch gleich so weg. Reicht da einer? Ja, nice. Ja, da gibt's den Blind Jump. Ah, geht so. Aber dafür, dass sie so heftig Damage machen, kriegt man echt wenig. Wie sind hier überall Grabsteine? Wo geht's denn hier noch weiter? Nirgendwo, okay. Wo kommt... Oh, scheiße, das... Was ist das denn? Was ist das? Ich hab so ein bisschen Schiss. Ach, das ist... Oh, die Scheiße muss man unten einsetzen, oder was? Oh. Oh. Oh Gott, der hätte mich... Ah, hätte er gar nicht getötet. Wir sind ja voll geheilt worden, weil wir den Checkpoint erreicht haben. Nice. Aber die geben echt wenig Erfahrungspunkte. Grauenhaft. Alter. Was? Wieso bist du denn da? What the... Man kann nicht nach links schlagen. Wie, da geht es. Ah, damit. Ah! Oh, Scheiße, man kann nicht mehr zurück! Man kann nicht mehr zurück! Man konnte nicht mehr zurück! Wir sollten hier definitiv noch nicht sein. Machen wir hier trotzdem weiter? Ja, wir machen hier weiter. Okay. Salia kommt zum Einsatz. Ja, ordentlich aufgeräumt. Nice. Ha. Oh, fuck. Ich dachte, ich bin da halbwegs sicher, wenn ich wieder zurücklatsche, aber nee. Puh. So, das zweite Juwel hier. Halt mich das? Nein. Oh, crap. Was passiert denn jetzt, wenn wir verrecken? Müssen wir das gleiche nochmal von vorne machen? Ja, das war okay. Das kann man mal so mitnehmen. Das war jetzt alles andere als schwierig. Komm, den setzen wir jetzt auch mal ein. Oh, nicht in die Säure fallen. Ich habe absolut keine Ahnung, was wir hier eigentlich anstellen. Was das gut ist? No idea.
So, einmal heilen. So, da, da. Und dann die zwei gleich wegbumsen. Nice. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was passieren wird, wenn wir diesen Kristall einsetzen. Edelstein, Kristall, was auch immer das ist. Warte, warte! No! Wie viele Kristalle sind da jetzt noch drin? Oh, Moment, alle. Okay. Gott sei Dank, die Kristalle bleiben sozusagen bei meinem Inventar drin. Was geht's unten auf, oder? Jo. Das dachte ich schon, muss alles nochmal neu machen, weil ich keinen Checkpoint erreicht habe. Naja. Hier Wanne zu legen ist auch nicht unbedingt geil. Okay. Der ist weg. Oh. Hä? Sind wir jetzt wieder in machbaren Gefilden? Oh. Eine Spielkarte? Ja, nice. Legendäre Schmied. Na, wenn der mal nicht gefeist, was heißt. Ach, hier sind wir wieder gelandet. Das ist ja auch interessant. Alright. Sachen gibt's. Wo ging's hier nochmal hin? Alter! Geh die Scheißtreppe hoch! Treppe vor allem. Leiter? Oh. Schon wieder völlig vergessen, wo wir dann hier rauskommen werden. Ach, außerhalb der City. Okay. Ja, nee. Ich möchte aber in der City bleiben. Warte mal. Aber das hier ist der einzige Weg, um oben links in der City hinzukommen. Hier gibt es aber auch nichts weiter. Nee. Okay. Wir haben eine schöne neue Karte gefunden. Immerhin das. Immerhin das. Hier wohnt der kleine Boy, der Mentos so toll findet. Ich weiß, wir haben wenig Geld, aber meine Mami bla 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 bla. Mentos, ui, geil. Wir könnten auch mit den Karten spielen. Hat der vielleicht die Mentos-Karte, weil er so ein großer Fanboy ist? Das ist der Schmied? Aha. Okay. Ja. Dann tank mal ein bisschen was für uns. Ninja-Hörnchen! Alter, das macht 3 Damage. Na, den holzen wir so ein bisschen ab. Nochmal 2 Damage aufs Life gegeben. Oh, nice. Haha, das reicht. Das ist eine schöne Kombination mit Cherry. Was? Wieso hat der uns als Karte? Können wir uns selber damit kriegen? Wir könnten diese Karte auf jeden Fall entfernen, sozusagen vom Spielbrett. Wir sparen uns mal ein bisschen Zeug auf. Alright. Der wird doch jetzt nichts mehr in der Hinterhand haben. Er hat nur... nee, passt schon. 9 Life.
Nicht der Fernsehsender. Nice. Ah, den stellen wir dann wirklich mal hier hinten ran. Yeah, 7 Damage. Heftig. Wunderbar. Ah, so knapp. Hier. Celes, kriegen wir jetzt? Wir kriegen das Ninja-Hörnchen von ihm? Moment. Das kann doch nicht sein, wenn der uns als Karte hat. Wieso können wir uns da nicht selber bekommen? Wieso kriegen wir da das Ninja-Hörnchen? Müssen wir dann nochmal gegen den ran? Bis wir uns selber mehr oder weniger freischalten? Ich habe doch keine Ahnung, ey. Sollen wir 5 Damage machen oder sollen wir... Ja komm, wir machen hier 5 Damage auf ihn drauf. Dann kriegen wir zwar mindestens 3 beim nächsten Mal ab. Aber das passt. Er kriegt nämlich das nächste Mal 8. Das heißt, wenn wir einen Fernkämpfer haben, egal wie hoch, dann haben wir gewonnen. Nice. Passt, würde ich sagen. Komm, den haben wir aber in die Mitte rein. Kriegen wir jetzt noch eine Karte? Nee. Ha! Aber der hatte Zenes als Karte. Wieso kriegen wir uns da nicht? Das ist ja mies. Sauerei ist das. Ich war jetzt schon voll gehypt, dass wir uns selber als Karte bekommen. Oh, sorry. Wollte dich erschrecken. Moment. Spielen die Kinder? Nee. Naja, dann nicht. Du? Nee. Wieso hat der eine Stahlrüstung? Alright. Ja gut. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so eine heftige Rüstung im Sortiment hat, obwohl wir hier schon drin gewesen sind. Aber wir können doch bestimmt gegen... Können doch bestimmt gegen ihn hier spielen, gegen Assel. Gegen den Aslak. Ja, natürlich. Natürlich können wir gegen den Aslak spielen. Die wird mir sonst... Die wird mir bestimmt hier rausgebumst. Wir machen das mal so. Wir sparen uns ein bisschen Mana an. In Hoffnung, dass wir dann gleich ein bisschen was Richtiges ziehen können. Ich hätte jetzt eigentlich auf die Mauer gehofft. So ein klein bisschen. Aber wir können das auch so machen. Du kannst dich als Tank schon mal in die... Na, komm, du stellst dich hier unten rein. Gucken, ob wir irgendwas hier hinterklatschen können, sollen, dürfen. Ey! Was hast du denn da hinten? Aha, aha. Interessant. Wir haben keinen Fernkämpfer gezogen. Die kosten beide gleich viel, aber der ist besser. Ja, dann nehmen wir doch Bärchen. Und nur noch 8 Life hat er. Alter, was hat der für Karten? Die sind ja voll cool. Das wird dir nichts nützen. Du gehst drauf. Das heißt, wenn wir den nicht gespielt hätten, hätte er 8 Damage gekriegt. Okay, was kriegen wir? Herr Schlamassel! Danke! Spielst du auch Karten mit uns? Nein? Schade. Ja, ich bin jetzt ein bisschen auf die Kartenspiele aus. Ich werde das natürlich nicht komplettieren. Das ist, glaube ich, das steht außer Frage. Ich glaube auch, dass wir schon irgendwelche Sterne übersehen haben. Keine Ahnung. Aber normalerweise dürften wir nicht alle Sterne haben. Aber zumindest so ein paar Sterne und ein paar Karten kann man doch mal nebenbei sammeln gehen.
willst spielen, ja? Es wäre auch schön, wenn die markiert wären, gegen wen man schon gespielt hat und gegen wen noch nicht. Den könnte man als Tank hier nach vorne klatschen. Ja, er würde zumindest ein Folgendes. Ja, komm, wir tanken den Damage. Hält wenigstens ein bisschen. Alright. Er hat nicht viel auf der Hand. Oh, wir haben auch nicht sonderlich tolle Sachen. Okay, da machen wir Damage und holen uns noch mehr Mana. Da kriegen wir jede Runde 3 momentan dazu. Das ist ja schnieke. Oh. Wow, ein Thwomp. Das ist ja cool. Jetzt haben wir auch immerhin Fernkämpfer. Komm, Ninja-Hörnchen kommt hier nach unten. Er hat nur noch 3 Life. Allerdings kriegen wir jetzt auch 9 aufs Maul. Wow! Das ist heftig, was der sich da oben hingestellt hat. Aber... ja, ist egal. Mit dem Damage, der unten durchkommt, passt das. Und was kriegen wir? Den Zauberer. Dankeschön. Tür ist verschlossen. Sowas aber auch. Können wir hier nicht rein? Was geht mit euch? Immerhin können wir gegen den... oh, ich glaube, gegen den haben wir jetzt schon mal versucht. Sind grandios gescheitert. 40 ist nämlich schon eine Ansage. Das sah anfangs irgendwann mal ein bisschen gut aus und dann ging es doch den Bach runter. Ja, aber mit solchen Karten ist das nicht... ah, scheiße, wir hätten ihn da nehmen sollen, ne? Er greift nicht an. Komm, wir lassen den. Wir sparen uns das Mana und hoffen, dass wir demnächst irgendwas Schniekiges ziehen. Er stellt sich auf jeden Fall mit... ja, Sachen voll, die nicht unbedingt Angriffspower haben. Da können wir hier aus der Backline schießen. Jo, das sieht nicht verkehrt aus. Ordentlich aufgeräumt. Einen ganzen Damage haben wir gemacht. Einen ganzen. Dass diese Null-Angriffs-Heinis auch also eine Angriffsanimation haben, ist mir auch rätselhaft. Packen wir den Tank rein. Ah, es sieht nicht verkehrt aus. Wir haben zwar nur noch eine Stelle frei. Aber immerhin sammeln wir dann... Plum. Oh, von ihm könnten wir Plum bekommen, ja? Dann stellen wir doch Cherry hier hinten rein. Dann passt das ja auch sehr gut zueinander. Okay, ich bin gespannt. Unsere ganze Schose hier ist voll. Müssen wir jetzt ein bisschen gucken, wie das abläuft. Okay, unser Stein da oben hält. Ja, unser Schlammassel auch. Das heißt, wir können hier... Moment, kann man irgendwas... nein. Wenn alles voll ist, kann man nicht sagen, ich möchte gerne eine Karte tauschen. Da muss man einfach abwarten. Also Cherry und Plum sind identisch, was die Werte angeht.
So, wen hätten wir jetzt noch? Jo, auf jeden Fall kommst du hier mit rein. 19 zu 23, 22, 18. Wir sind vorne und unsere Seite sieht deutlich geschützter aus. Oh, nice. 7 Angriffskraft. Das wird werden, auf jeden Fall. Wir machen da zwar immer nur 4 Damage, aber was soll's. 19 zu 14 sieht gut aus. 19 zu 10 noch besser. Nice, und das kriegt er auf jeden Fall 12 Damage das nächste Mal. Das heißt, wir haben gewonnen. Astrein. Nice! Dann müssten wir jetzt eigentlich Plum bekommen. Na, wobei, wir haben auch nicht Zealous bekommen, als wir den Dude besiegt hat, der ihn gespielt hat. Blaue Sondereinheit. Ja, toll! Die blaue Sondereinheit. Wieso hat er dann Plum? Oh. Ich mache jetzt keine Versprechen mehr, was wir das nächste Mal machen, denn ich werde sowieso immer wieder abgelenkt. Macht's gut, bis dann, ciao.